Hallo, heute gibt es ein Grillhähnchen und ich habe jetzt dafür ein Maishähnchen, ich nehme Joghurt und ein Hähnchengewürz. Welches Hähnchengewürz ihr nehmt, könnt ihr selbst entscheiden. Ich mache das immer so beim Hähnchen, ich nehme mir das und schneide mir das hinten am Rücken einmal durch. Am liebsten mit einem Brotmesser. Das geht ganz leicht, macht gar nicht viel Arbeit. Dann klappe ich mir das auf und breche mir das in der Mitte so auseinander. Und die Innenseite würze ich mir ohne Joghurt. Drücke mir das leicht fest und drehe das Ganze um. Bestreiche das mit Joghurt. Die Flügel innen drinnen auf. Und nun wird das Ganze noch gewürzt. Drücke mir die Gewürzmischung ein bisschen an. Dann nehme ich das Hähnchen, lege es zurück auf meinen Teller. Und was ich jetzt noch mache, ich mache die Flügel so nach hinten, damit die mir nicht so stark verbrennen. Das Hähnchen ist nun fertig gewürzt, jetzt geht es auf den Holzkohlegrill. Der Grill ist nun heiß, der hat 200 Grad. Ich gebe jetzt das Hähnchen darauf. Und jetzt lassen wir das mal eine halbe Stunde vor sich hin grillen. Unser Hähnchen ist jetzt eine halbe Stunde auf dem Grill. Wir schauen mal rein. Wow, das schaut schon wunderbar aus. Jetzt lassen wir es noch eine Viertelstunde und dann bestreichen wir es nochmal mit Joghurt. Ich pinsel es jetzt nochmal mit Joghurt ein. Das schaut schon so lecker aus, das ist unglaublich. Natürlich, wenn ihr jetzt keinen Holzkohlegrill habt, könnt ihr das auch auf dem Gasgrill machen. Oder es geht auch in den Backofen. Da seid ihr flexibel. Und der Joghurt macht eben diese schöne, knusprige Haut. Das schaut so lecker aus. So, jetzt gebt mir den Ganzen nochmal 15 bis 20 Minuten. So schaut es jetzt aus. Und jetzt machen wir da nochmal Öl drauf, dass wir eine richtig schöne, große Haut bekommen. Und den geben wir jetzt auch nochmal 15 bis 20 Minuten. Das Hähnchen ist fertig, wir schauen mal rein. Schaut das nicht lecker aus? Ich zoome euch mal weiter hin. Voll lecker. Ich nehme es jetzt runter und dann zeige ich euch mal, wie es von innen ausschaut. Ich nehme mal hier ein Stück aus. Seht ihr, wie der Saft rausläuft? Unglaublich. Ah. Das ist sowas von saftig. Ich werde mal probieren. Ein Traum. Ich kann euch nur empfehlen, macht es mal nach, probiert es aus. Ihr werdet begeistert sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und wenn ihr auf die Glocke drückt, werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Tschüss!